Hey Jons hier von newgadgets.de und das ist mein drittes Video des Zero Touch Road Trips hier an der Côte d'Azur. Heute geht es von Nizza über Sanremo nach Mailand und ich bin mal wieder ein bisschen spät dran, habe gestern bis 2 Uhr morgens das Video bearbeiten, dann hochgeladen und wollte dann doch vielleicht ein bisschen länger schlafen und deshalb geht es jetzt erst los. Also ab ins Auto und let's go! Jetzt für die dritte Etappe werde ich von der Saugnapfhalterung auf die Lüfterhalterung wechseln. Mir ist jetzt nur bei der Fahrt aufgefallen hier in den 2 Tagen, wenn es wirklich sehr sonnig ist wie hier an der Côte d'Azur, dann wird das Smartphone doch recht warm, weil es hier eben durch die Scheibe dann doch sehr angestrahlt wird von der Sonne. Und mit der Lüfterhalterung verspreche ich mir hier einfach, dass es von der Klimaanlage aktiv auch noch gekühlt wird, wenn es hier dran steckt, was ja nicht schaden kann. Und so seht ihr auch nochmal, wie das Ganze aussieht, wenn man die Lüfterhalterung hier verwendet. Also zwischen Nizza und Monaco liegt Cap Ferrat. Da war ich schon mal, eine richtig tolle und schöne Halbinsel, wo ich unbedingt nochmal hin möchte. Und das gebe ich jetzt erstmal hier ein. Dürfte jetzt nicht so weit weg sein. Navigation. Cap Ferrat, Frankreich. Es wird nach Cap Ferrat, Frankreich gesucht. Navigation zum Ziel Méridie Saint-Jean-Cap Ferrat in Saint-Jean-Cap Ferrat, 7,4 Kilometer entfernt. Ja. So, auf halbem Wege nach Cap Ferrat hat man hier diese Aussicht. Das sieht einfach nur super aus, oder? Und die alle hier mit ihren Yachten. Da hätte ich jetzt auch Spaß dran. Jetzt stehe ich hier am Hafen von Monaco. Ich habe mich jetzt einfach mal schnell ins Halteverbot gestellt, weil einen Parkplatz findet man hier echt schwer. Aber es ist einfach eine richtig coole Aussicht hier. Und was hier für Luxusjachten auf engstem Raum zusammenstehen, das ist schon heftig. Da fährt jetzt auch gerade einer raus, vielleicht seht ihr das. Das ist der berühmte Tunnel, in dem auch die Formel 1 Autos rumfahren. Und hier nochmal eine tolle Aussicht auf Monte Carlo, Monaco. Jetzt bin ich von Monaco aus auf die Autobahn gefahren und möchte weiter nach Sanremo. Navigation. Okay, wohin möchtest du? Sanremo. Ja. Und in Italien ist es auch so, dass man sich ein Ticket holt und dann einfach mit der Karte oder Cash bezahlt. Also wie in Frankreich auch. Also die Gegend hier sieht schon ein bisschen ländlicher aus als in Frankreich. Alles auch ein klein bisschen älter und ja, schon heruntergekommen, ne? Mal gucken, wie Sanremo jetzt in der City aussieht. Ja, jetzt bin ich in Sanremo angekommen. Nicht unbedingt der Burner, muss ich sagen. Hätte ich mir auch sparen können. Die Küste, der Strand, das sieht ganz cool aus, aber da hat man auch in Nizza und in Cannes und in Monaco bessere Strände, finde ich.
Und hier am Strand sind es eigentlich auch fast nur Steine und da bin ich auch nicht unbedingt Fan von. So, jetzt habe ich genug von Sanremo gesehen. Ab nach Mailand. Navigation. Okay, wohin möchtest du? Mailand, Italien. Es wird nach Mailand, Italien gesucht. Navigation zum Ziel Mailand, 269 Kilometer entfernt. Ja. Ich bin jetzt in Mailand angekommen, beziehungsweise jetzt hier noch ein bisschen außerhalb an einem Park- und Ride-Parkplatz und habe mein Auto jetzt erstmal hier abgestellt und werde dann mit der Metro weiterfahren. Das wurde mir von ein paar italienischen Freunden empfohlen. Die haben gemeint, ja, du willst mit deinem Auto nicht unbedingt nach Mailand in die City rein. Und ja, das mache ich jetzt auch. Ja, eigentlich auch eine sehr günstige Geschichte. 1,50 Euro pro Fahrt. Hier habe ich mein Ticket und damit fahre ich jetzt in die City. Und ich bin im Hotel angekommen und somit endet auch der dritte Tag meines Roadtrips. Richtig viel gesehen habe ich heute und ich muss sagen, Sanremo hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich habe mir da irgendwie mehr erhofft. Mailand war richtig cool und auch die Küste zwischen Nizza und Cap Ferrat, das habt ihr da in den Impressionen gesehen, das sah richtig gut aus. Vor allem die ganzen Yachten und Segelboote, die da unterwegs waren. Also ein echt tolles Panorama. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Morgen geht es dann ab zum vierten Teil meines Roadtrips und zwar zum Comer See, dann nach Lugano und dann zum Staudamm, der in James Bond GoldenEye zu sehen war. Und ich versuche dort in der Gegend auch noch ein bisschen mehr zu sehen. Danach geht es über Liechtenstein, Österreich, dann nach Deutschland. Ich versuche dann in Deutschland auch noch Schloss Neuschwanstein mitzunehmen. Nur weiß ich nicht genau, ob ich das zeitlich schaffen werde, je nachdem, was ich so in der Schweiz, Liechtenstein und Österreich so sehen werde. Also, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Also, bis dann und ciao!